Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wissenschaft leben. Heute mit dem Thema Wissenschaft ein Teamsport. Für uns, für mich, war in der Vergangenheit Wissenschaft etwas, was von einzelnen Personen gemacht wird. In meinem Bild alte, grauhaarige Männer mit Rauschebart, die im Elfenbeinturm geniale neue Ideen haben, die die Welt bewegen. Ist das so? Ist es heute so? Und ist es vielleicht disziplinabhängig, mal so und mal anders? Wir wollen uns dem Thema nähern mit drei Gästen. Barbara Mittler aus der Sinologie in Heidelberg, Frau Johanna Stachel, eine Physikerin in Heidelberg, die mit dem großen Team im CERN arbeitet, und Eckhard Reimer, ein Jurist, der, Juristen sind ja fast klassisch Einzelarbeiter, aber er hat in seiner Arbeit mit den Studierenden insbesondere auch die Digitalisierung entdeckt, und insofern geht es auch da interdisziplinär zu. Es wird spannend werden, und ich versuche aus Ihnen rauszukitzeln, wie groß sind Teams, wie interagieren sie, was kommt dabei Neues raus, wie wichtig ist ein Team, um letztendlich zu sehen, es gibt den einen oder den anderen Stereotyp, oder kriegen wir ein Spektrum und es gibt eigentlich alles. Und das ist, glaube ich, für uns alle wichtig zu verstehen, dass es nicht entweder oder, schwarz oder weiß ist, sondern dass es je nach Frage möglicherweise unterschiedliche Wege gibt, sich dem Thema optimal anzunähern. Ich bin sicher, wir werden eine spannende Diskussion haben und freue mich auf meine Gäste und freue mich darauf, dass Sie, ihr Spaß bei der Diskussion habt. Schreibt uns hinterher und natürlich beehrt uns das nächste Mal wieder. Das ist nicht das letzte Mal, und ich bin gespannt. Bleibt dabei. Bis gleich.